Herzlich willkommen um 11.33 Uhr Sonntag. Ein strahlend blauer Himmel hier in Düsseldorf, mitten im Zentrum im Hafenbecken. Im Hintergrund schwitzen viele Menschen beim Triathlon. Der interessiert uns allerdings nur in einer Hinsicht, zum Thema Fahrrad. Warum? Wenn ihr morgen in die Stadt fahrt, in die Innenstädte, in ganz Deutschland, dann seht ihr sie wieder, die Paketlaster. Mir tun die immer ein bisschen leid, die Fahrer, weil die müssen dann meistens irgendwo in der zweiten Reihe stehen oder falsch parken. Dann kriegen sie ein Knöllchen, aber jeder will die Pakete haben. Dann werden sie angemoppert, weil sie die Pakete wieder mitnehmen. Man muss sie woanders holen. Alles in allem bleibt festzustellen, es werden noch mehr Pakete werden, weil wir ja immer mehr online einkaufen gehen. Und deshalb verstopfen die Innenstädte und so ist es ein permanentes Ärgernis. Was kann man tun? Wir haben ja gesagt, wir bewegen. Und ich bin schon sehr früh auf ein bestimmtes Fahrradmodell gestoßen. Und das ist ein guter Grund, euch mal vorzustellen, wie unser Studio im Moment unterwegs ist. Und zwar... Wir haben einen Gast, André, nicht erschrecken. Oh, guten Tag, Düsseldorf, guten Tag, guten Tag. Ja, das ist auch sehr nett hier. Vielen Dank. Was eine sehr. Also, den haben wir nicht bestellt. Ganz ehrlich. Und ich wollte euch unser fahrendes Studio vorstellen, wie wir uns im Moment bewegen. Nämlich so, das ist ein kleines Cargo-Bike hier. Das habe ich schon bestimmt 5 Jahre. Und hier in dieser Tasche ist unser Studio drin. Ich muss allerdings betonen, dass da noch sehr viel Platz ist, um Proviant, um Enten da reinzupacken. Und deshalb war ich immer schon sehr überzeugt. Es hat auch so dicke Ballonreifen, wenn ihr hier mal schaut. Das ist ein amerikanisches Produkt. Und diese dicken Ballonreifen und dieser Sattel hier, der ja so ein bisschen aussieht wie eine Harley, der Lenker und der Sattel, den sieht man, der hat so Harley-Format. Auf diesem Ding schwebe ich durch die Städte und habe da auch schon große Strecken mit überwunden. Habe da auch so manches Mountainbike im Wald hinter mir gelassen. Stichwort Cargo-Bike. Und was hat das jetzt mit den Paketen zu tun? Jetzt drehen wir uns mal um. Ich gehe mal hier vorbei. Wir sind hier bei der Firma GLS, die sponsern auch hier den Triathlon. Das ist sehr schön, da freuen die sich alle. Aber wir sind ganz besonders interessiert hier an diesem Typ Cargo Bike. Das soll nämlich in Zukunft durch die Innenstädte fahren und immer mehr Pakete dort ausliefern, sodass wir nicht mehr in der zweiten Reihe all diese Last haben. Jetzt kommen wir mal ein Stück näher, das ist elektrounterstützt. Seltsam, diese Ente da auf dem Sattel, was macht die da wohl? Und jetzt schauen wir uns mal diesen Raum an hier, man glaubt es kaum. Das ist ein echtes Raumwunder hier eben auch. Schauen wir mal hier rein, da geht eine Menge rein hier. Im Moment sind hier Utensilien für den Stand hier am Rhein, aber da kann alles Mögliche rein. Das ist ein italienisches Modell, wie gesagt. Und in Italien sind die schon auch als Mülllaster unterwegs gewesen. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit einem solchen Modell, wir sprechen jetzt mal mit welchem Modell, dass wir hier auch ein rollendes Live-Studio für 11.33 reinmachen. Mir macht das einen Riesenspaß und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Beitrag sein könnte, in allen Städten und Gemeinden Deutschlands die Innenstädte zu entlasten. So, jetzt fragen wir mal die Damen von GLS. Ich komme mal, wir drehen uns mal ganz hier. Ich komme mal zu euch hier. Das ist Ann und Susanne. Erzählt mal ein bisschen, was hat das mit dem Projekt auf sich? Also ich glaube, wir machen das in Deutschland, deutschlandweit, haben wir mittlerweile über 20 solcher Fahrzeuge unterwegs, weil die letztendlich auch Pakete transportieren sollen, um eben zum einen die Städte zu entlasten und den ganzen grünen Gedanken nach vorne zu bringen. Und ich glaube, die Susanne kann noch ein bisschen mehr erzählen, was sie genau bei euch zum Beispiel in der Region macht. Susanne, erzähl mal, welche Region ist das? Das ist hier Region, unser Dienstsitz ist in Neuss und wir beliefern Mönchengladbach, Düsseldorf. Und das Bike, was Sie da sehen, ist täglich in Düsseldorf im Einsatz und stellt bereits im Innenstadtbereich Pakete zu. Bis zu 80 Pakete am Tag. Bis zu 80 Pakete? Kann man was schon zu den Erfahrungen sagen? Ja, die Resonanz grundsätzlich ist extrem positiv. Also von allen Kunden, die wir beliefern, von den Menschen, die durch die Städte laufen. Unser Zusteller betrachtet das so ein bisschen, man muss das Zustellerprofil ändern von einem Autofahrer zu einem Bikefahrer. Also es ist ja etwas mehr sportlich gefordert, hat Riesenspaß und die Effektivität ist gigantisch. Super. Das hören wir natürlich gerne. Euch vielen Dank, dass ihr auch als Firma erstmal euch hier beteiligt. Das ist toll, Sport. Zweitens euch Gedanken macht um Mobilität. Ich gehe jetzt nochmal da, ich muss mich mal draufsetzen. Also viel Erfolg noch. Ich gehe jetzt mal hier hin. Lass mal die Ente hier weg. So. Die nehme ich mal in die Hand. Und die tun wir mal hier rein. Wie viele Enten da reingehen? So, ich setze mich jetzt einmal drauf hier. Ja, großes Gefühl. Vielleicht kann ich mal bei GLS anfangen, so 1-2 Tage und fahre mit dem Ding mal Pakete aus. Würde ich wahnsinnig gerne machen.
Und ein gutes Gefühl, regengeschützt hier auch und vor allen Dingen windgeschützt und Elektrounterstützung. Also und hinten viel Platz. Das ist ein ganz großes Thema. Cargo-Bikes natürlich auch für Handwerker, habe ich gerade gelesen. Ein Schornsteinfeger ist darauf umgestiegen, ist total zufrieden hier in der Umgebung. Und natürlich der Kindertransport, die gibt es ja schon länger. Da tut sich also jetzt auch eine Menge. Es wird ein Cargo-Boom, Cargo-Bike-Boom geben, glaube ich auch. Und da freuen wir uns, dass wir mit meinem schon sehr lange dabei sind. Aber jetzt werden wir uns noch ein bisschen vergrößern. Ja, was bleibt mir noch? Herzlichen Dank für all die Zuschriften, die wir bekommen haben. Gestern nach unserem Artikel über das Sterben der Freibäder. Es haben sich Fördervereine gemeldet, die die Freibäder vor der Schließung bewahrt haben. Liebe Claudia, danke für deinen sehr netten Brief. Das macht uns Mut, so weiterzumachen. Und wir werden euch auch in einer Form unterstützen. Das werden wir noch in den nächsten Tagen erzählen. Das sind Menschen, die einfach in ihrer Freizeit daran arbeiten, dass eben durch Fördervereine Schwimmbäder geöffnet werden. Es sollte eigentlich anders sein, aber nichtsdestotrotz, ich finde es toll, dass es solche Ehrenamtsinitiativen gibt. Und da freuen wir uns auch, wenn wir darüber berichten können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bleibt dabei, liked uns und bis morgen um 11:33 Uhr. Tschüss.